Ja, hallo YouTuber. Zum Abschluss meines Tabakeinfrierexperiments. Wir werden uns gleich mal anschauen, wie die Tabake gelagert wurden. Dann werde ich mir mal ansehen, wie sie sich anfühlen, wie sie von der Haptik her sind, von der Feuchtigkeit. Und anschließend werde ich sie Probe rauchen und euch berichten, wie ich mit dem Ergebnis zufrieden bin. So, nachdem der Tabak nun also aus der Gefriertruhe kommt, der Navy Flake, und der Larsens. Werde ich die jetzt kurz auftauen lassen und dann mal schauen, wie sie sind. Zuerst einmal der Navy Flake. Ich gebe zu, ich habe sie gründlich eingepackt. Ja, der fühlt sich zumindest schon mal an wie vorher. Weich, elastisch, relativ feucht. Der Duft wie vorher. Der Larsens. Ich hatte ja bewusst zwei sehr unterschiedliche Tabake auch in der Konsistenz gewählt. Ja, also rein vom haptischen her hat der sich nicht verändert. Von der Feuchtigkeit her scheint sich da nichts getan zu haben. Jetzt muss ich mal sehen, wie die sich im Geschmack und in den Raucheigenschaften verhalten. So, einmal beim Larsen der direkte Geruchsvergleich. Das ist der Tabak, den ich im Ziploc-Beutel draußen aufbewahrt habe. Das hier ist der Tabak aus der Gefriertruhe. Es ist kein Unterschied festzustellen und ich werde nach dem Proberauchen, sofern da sich nicht irgendwas Negatives ergibt, die einfach wieder zusammen aufbewahren. So, im Hintergrund bewegt sich meine jüngere Tochter, freut sich auf ihren Geburtstag. Ist ziemlich genervt, glaube ich, dass ich jetzt mit dem Video anfange, während sie da hinten noch an der Waschmaschine arbeitet. Aber sie braucht ja nicht ins Bild zu kommen, von daher ist das kein Problem. Das ist meine Probierpfeife, die ist jetzt gefüllt mit dem Larsens Nummer 50. Und ich muss sagen, so der erste Eindruck ist, dass sich da nicht wesentlich was getan hat. Er lässt sich gut anzünden. Er schmeckt wie gewohnt. Leicht und lecker mit einem leichten Walnussaroma dabei. Ja, so auf den ersten Geschmack würde ich sagen, ist das Experiment ein Erfolg, zumindest bei diesem Tabak.
Ja, ich werde später den Rest auch noch rauchen. Mal sehen, ob sich da noch irgendwelche anderen Geschmacksveränderungen auftun. Man muss natürlich sehen, der ist auch nicht sonderlich feucht. Also, was so das Sprengen der Tabakzellen durch die einfrierende Feuchtigkeit angeht, kann da meines Erachtens nicht viel passiert sein. Doch. Also zumindest für Tabake dieser Schnittform und dieser Feuchtigkeit werde ich das sicherlich auch weiterhin ausprobieren. Da ich ja wie gesagt kein Vielraucher bin, ist das für mich durchaus wertvoll zu wissen, dass ich meine Tabake auf diese Weise über etwas längere Zeit konservieren kann. Zum Probieren von neutralen Tabakproben, von neuen, nehme ich gern diese Turmpfeife mit dem kleinen Kopf. Das ist sicherlich für Flakes nicht besonders geeignet, aber für solche geschnittenen Tabake finde ich das sehr ideal. Noch dazu sie ganz geschmacksneutral ist. Vielleicht noch etwas zu den Beuteln. Ich habe ja diese Ziploc-Beutel benutzt und stelle also jetzt nach mehreren Wochen in der Gefriertruhe fest, dass die völlig geruchsneutral wieder aus der Gefriertruhe gekommen sind. Ich hatte die Tabake ja noch dazu in Frischhaltefolie eingewickelt und ich denke, das ist sicher eine gute Methode, um sie auch vor den anderen Aromaten in der Gefriertruhe zu schützen. Ein Vorteil dieser Tonpfeifen als Tabakprobierpfeifen besteht im Übrigen auch darin, dass sich der in der Pfeife befindliche Tabakgeschmack zwischendurch relativ problemlos beseitigen lässt. Ich nehme dazu meinen Lötbrenner und brenne die Pfeife einfach aus. Dieser Geruch ist zugegeben nicht immer angenehm, aber schon mit einem Ausbrennen des Kopfes erreiche ich eine erneute Geschmacksfreiheit der Pfeife. So, auch beim Navy Flake, jetzt der direkte Vergleich der Tabak in der Dose. Und der Tabak aus der Gefriertruhe. Der Tabak aus der Gefriertruhe ist deutlich feuchter noch. Der in der Dose ist bereits deutlich stärker getrocknet als der aus dem Gefrierfach. Vom Geruch her stelle ich jetzt keinen Unterschied fest. Kommen wir also gleich noch zu den Raucheigenschaften. So, jetzt kommt etwas von dem Navy Flake in die Pfeife. Den muss ich sehr sparsam rauchen, weil ich merke, dass mir der doch ziemlich zu Kopfe steigt. Er fühlt sich wie gesagt an wie vor dem Einfrieren. Auch die weißen Flecken waren vorher schon so, auch hier würde ich so vom ersten Eindruck her sagen, Experiment gelungen. Schmeckt, sitzt, wackelt, hat Luft. Tadellos.
So, mein Fazit wäre, das ist sicherlich eine Methode, um größere Mengen Tabak, die man hat und nicht so schnell aufbraucht, über wahrscheinlich auch längere Zeit einigermaßen sicher zu lagern, ohne dass sie an Aroma und oder Feuchtigkeit verlieren. Gerade wenn man Tabak in größeren Mengen kauft, ist das vielleicht überlegenswert. Ich gebe natürlich keine Garantie dafür, dass das bei euch auch funktioniert. Und das mag sicherlich auch noch wieder vom einzelnen Tabak abhängen. Aber mein Gesamtfazit ist ausgesprochen positiv. Das war's für heute. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder.